Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist ein Weizenfeld. Lea und Leo wollen hier spielen. Was für ein Spiel haben sie sich denn ausgedacht? Juhu! Lea, geh und such ihn. Der Weizen ist hoch gewachsen. Hier können sich die Autos gut verstecken. Lea ist verschwunden. Wo ist sie denn? Der Weizen ist schon reif. Zeit für die Ernte. Gehen wir den Mähdrescher holen. Das ist das Haus von Scoop, dem Bagger. Scoop ist am Backen. Und hopp. Drei Eier. Zucker. Und was ist mit dem Apfel? Mehl. Oh. Scoop, du hast ja gar kein Mehl mehr. In der Schublade ist kein Mehl. Im Schrank ist kein Mehl. Und im Kühlschrank auch nicht. Ich muss in Liftys Laden Mehl kaufen. Und da kommt der Mähdrescher. Er wird zusammen mit den Lastwagen den Weizen ernten. Ich zuerst! Schau mal! Die Weizenkörner fallen in Leas Ladekasten. Weizen zu ernten macht Spaß. Hallo, eine Packung Mehl bitte. Oder besser zwei. Oder drei. Scoop will Mehl kaufen. Dann kann er leckere Plätzchen backen. Lifty. Eine Minute. Scoop, das ist Salz und das ist Zucker. Das Mehl ist leider ausverkauft. Im Laden gibt's kein Mehl mehr, aber Leo und Lea haben den Weizen geerntet. Leas Ladekasten ist voll. Hallo! Habt ihr vielleicht Mehl? Leider nein, aber wir haben... Weizen! Wir brauchen eine Windmühle. Gute Idee, Leo. Mit einer Windmühle kann man die Weizenkörner mahlen und so Mehl machen. Das sind aber viele Teile. Die grauen Räder sind die Mühlsteine. Damit werden die Weizenkörner gemahlen, um für Scoop Mehl zu machen. Damit sich die Mühlsteine drehen, brauchen wir zwei Achsen mit Zahnrädern. Eine Rampe
Fenster und ein Dach. Roboter, was habt ihr denn mit den Blättern vor? Die Roboter wedeln mit den Blättern wie mit Flügeln. Roboter, ich brauche Mehl für meine Plätzchen. Die Blätter sind an ihrem Platz. Der Wind sorgt dafür, dass sie sich drehen und die Mühlsteine setzen sich in Bewegung. Lea schüttet die Weizenkörner rein. Oh, wie schön. Da, 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 da. Mehl. Jetzt kann Scoop Plätzchen backen. Ja. Lifty hat leere Tüten gebracht. Er braucht auch Mehl. Jetzt hat Scoop alles, was er für seine Plätzchen braucht. Zucker, Äpfel, Eier. Und natürlich Mehl. Unsere Freunde wollen Scoop besuchen. Wer möchte Plätzchen? Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das sind die Roboter. Ist das zu fassen? Sie machen ein Wettrennen. Und zwar auf dem Feld. Der blaue Roboter ist aber schnell. Oh je! Und da kommen Leo und seine Freunde. Hallo zusammen! Gesundheit, Lifty. Hallo, was macht ihr denn? Ein Wettrennen? Scoop möchte auch am Wettrennen teilnehmen. Eins, zwei, drei, los! Die Roboter sind auf und davon. Aber Scoop... Roboter. Hey, das ist nicht lustig. Scoop hat recht. Helft ihm auf die Räder. Ist er zu schwer? Oh. Wir werden dir helfen. Leo und Lifty sind größer und stärker als die Roboter. Oh. Oh. Wir müssen das getrocknete Gras mähen. Oh. Dafür gibt es eine Maschine, eine Ballenpresse. Sie sammelt das Heu und presst es zu einem zylindrischen Ballen. Hier sind die Teile. Lasst sie uns zusammenbauen. Und dann können wir Heuballen machen. Ja, genau so. Als erstes bauen wir die Ballenkammer. Darin wird das Heu zu einem Ballen gerollt. Die Kammer wird an dem hellblauen Gestell befestigt. Am breiteren vorderen Teil des gelben Gehäuses befestigen wir die lilafarbene gezackte Rolle. Die Rolle wird sich drehen und das Heu in die Ballenpresse transportieren. Jetzt sind die Räder an der Reihe. Die Kupplung. Und eine grüne Leiste mit Rücklichtern. Wir sind fertig. Aber nein. Leo hat recht. Da fehlt doch noch was. Stimmt.
Die Ballenpresse muss doch übers Feld gezogen werden. Roboter, das schafft ihr doch nicht. Wir brauchen ein Fahrzeug. Die Roboter zeigen auf Scoop. Das könnt ihr vergessen. Komm mit. Hallo. Kannst du uns helfen, ein Fahrzeug auszusuchen? Na klar. Der Kipplaster kann uns nicht helfen. Der Mähdrescher auch nicht. Und die Kehrmaschine? Nein. Lea hat noch ein Fahrzeug entdeckt. Ein Traktor. Der Roboter sitzt schon am Steuer. Und los geht's. Wir müssen die Ballenpresse an den Traktor ankuppeln. Los, blauer Roboter, du schaffst das. Versuch es nochmal. Und? Na also. Jetzt kann's losgehen. Die lilafarbene Rolle nimmt das getrocknete Gras auf. Und aus der Ballenpresse fallen fertige Heuballen raus. Schaut mal, noch ein Heuballen. Die Arbeit auf dem Feld ist erledigt. Wir haben das ganze Heu eingesammelt. Lasst uns spielen. Scoop hat aus den Heuballen eine Pyramide gebaut. Kuckuck. Spielen wir Verstecken? Ich zuerst. Versteckt euch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme. Die Roboter haben noch kein Versteck gefunden. Oh oh. Das hat Spaß gemacht. Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos haben auf der Farm gesundes Gemüse angepflanzt. Es ist Zeit für die Ernte. Roboter, hört mit dem Unsinn auf. Lifty bringt ein paar Kisten. Da bin ich. Roboter, nein. Das ist doch kein Ball. Ui. Lifty hat für das Gemüse ein paar Kisten gebracht. Lasst uns die Karotten ernten. Und rote Beete. Und Kohl. Kohl? Rote Beete? Karotten? Lifty, die Roboter sind erschöpft. Ja, das ist zu viel Arbeit für uns. Wir brauchen Hilfe. Lifty hat recht. Um eine so große Ernte einzubringen, braucht man eine Erntemaschine. Ich frage mich, wer eine haben könnte. Leo! Dieses Teil nehmen wir ab.
Leo! Bin schon unterwegs. Leo bringt das Teil, das wir für die Erntemaschine brauchen. Mit diesem speziellen Aufsatz kann die Erntemaschine das Gemüse aus der Erde ziehen. Hey! Hallo! Leo und Lea haben eine Erntemaschine gebaut. Lasst uns auf die Farm gehen. Der rote Roboter wird die Erntemaschine fahren. Vorsicht! Ein Tunnel! Oh! Was ist denn? Steckst du fest? Was machen wir denn jetzt? Was hat der Roboter denn vor? Er drückt aufs Gaspedal. Stopp! Die Erntemaschine ist zu groß. Hallo, braucht ihr Hilfe? Hallo, Scoop. Der Tunnel ist zu schmal. Die Erntemaschine kommt nicht durch. Ich kann den Tunnel breiter machen. Scoop will den Tunnel mit seiner Baggerschaufel größer machen. Stopp! Der Tunnel ist sehr lang. So würde das ja ewig dauern. Wir müssen die Erntemaschine rausziehen. Scoop zieht mit all seiner Kraft. Lifty auch. Lea, schieb! Ich schiebe! Hurra! Sie haben die Erntemaschine befreit. Aber wie sollen sie auf die Farm bringen? Oh je! Ich hab's! Sie müssen die Erntemaschine auseinanderbauen. Dann passen die Teile sicher durch den Tunnel. Scheinwerfer. Windschutzscheiben. Leo baut die Erntemaschine auseinander, als sei sie ein Spielzeugauto. Normalerweise bauen wir Fahrzeuge zusammen. Bist du sicher, dass du das kannst, Leo? Das kriegen wir schon hin. Los, schnapp durch die Teile! Sie müssen alle Teile zur Farm bringen. Lea und Leo können sie in ihren Ladekästen transportieren. Schau mal, Lifty schiebt die Karosserie. Und der Roboter nimmt die Scheinwerfer mit. Scoop hat sich das Auswurfrohr geschnappt. Der lilafarbene Roboter hat seine Freunde entdeckt. Jetzt können wir die Erntemaschine wieder zusammenbauen. Scheinwerfer, Lenkrad und Fahrersitz, Windschutzscheiben, Räder, der Aufsatz, das Auswurfrohr. Wir haben es geschafft! An die Arbeit! Jetzt kann die Erntemaschine das Gemüse ernten. Bist du bereit, Leo? Ja. Und los geht's. Mit dem speziellen Aufsatz werden die Karotten aus der Erde gezogen und landen direkt in Leos Ladekasten. Leos Kasten ist voll. Hurra! Jetzt bin ich dran. Als nächstes wird rote Beete geerntet. Ach du meine Güte, ein riesiger Haufen Gemüse. Und noch einer. Karotten, rote Beete und Kohl. Na, das ging ja schnell.
Gehen wir spielen. Gute Idee, Scoop.